Wäre es nicht so traurig, könnte man fast darüber lachen. Der Gegenstand, den alle begehrten, der so viel Leid und Blutvergießen ausgelöst hat, befindet sich jetzt in meinen Händen. Seeing Father hat mir sein Geheimnis verraten und nun trage ich auch diese felsenschwere Last. Ray blickt das Medaillon nicht minder lüstern an als Marissa. Vielleicht ist es bei mir tatsächlich am besten aufgehoben. Andernfalls würden sich meine Brüder dafür gegenseitig erschlagen. Herr, ich bitte dich um sicheres Geleit, fort von diesem unheilvollen Ort. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Was sollte das heißen? Wir sind beide wegen der Frau hier. Ich habe dich etwas gefragt. Ich würde das lassen, Ray. Sie gehört mir. Aber was, wenn sie dich nicht will? Sie hat gesagt, sie will. Weil sie hoffte, du würdest Juarez töten. Dafür würde sie alles sagen. Du weißt, wie man Frauen rumkriegt, Thomas. Gar kein Zweifel. Aber nicht dieses Mal. Dieses Mal kriege ich das Mädchen. Wer glaubst du, hat mir wohl von Juarez Plänen erzählt? Und von den Waffen? Mach endlich die Augen auf, Ray. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wie lange geht das schon? Von Anfang an. Warum tust du mir das an, Bruder? Das hat nichts mit dir zu tun, Ray. Es geht um mich und Marissa. Was zum Teufel? Was geht dir vor? Wer ist das? Barnsby. Runter! Yeah.
los! Hab sie erledigt! Brauche Deckung! Ihr startet sie. Sucht ihr eine gute Stelle. Kommt schon. Habt ihr Mist gerade entpackt? Nicht aufgeben. Schalt diese Ratten ab. Dürfte erreichen. Gib mir Deckung. Keine Angst. Scheiße. 10 Sekunden. Verschwinde. Beweg deinen Arsch von dir weg. Worauf warten die? Häuptling, ich heiße Barnsby. Colonel im 2. Korps der Armee von North Virginia. Ich bin wegen des Medaillons hier und biete dir einen fairen Handel. Überlasse es mir und ich gebe dir etwas zurück, das dir sehr kostbar sein dürfte. Elendes Schwein. Er hat einen Sohn. Ich bin bereits tot, Vater. Höre nicht auf sie. Gib mir das Medaillon oder er stirbt. Hier und jetzt. Sein Vater ist Apache. Er hat keine Angst vor dem Tod.
Schau dich um! Dein Dorf existiert nicht mehr! Deine Leute sind tot! Bist du bereit, deinen letzten männlichen Erben zu opfern? Bereit, deinen Namen, deinen Stamm, dein Volk aussterben zu lassen? Lass ihn gehen! Lass ihn gehen! Und Running River holt dir das Medaillon. Nein, Häuptling! Erst das Medaillon! Dann lass ich ihn frei! Verstanden? Running River versteht. Gut! Ich warte in der Geisterstadt! Du weißt ja, wo das ist! Du hast bis morgen bei Sonnenuntergang! Ansonsten stirbt dein Sohn! Das Medaillon ist nicht da, wo du denkst, Häuptling. Was weißt du darüber? Wo sollte es sonst sein? Wer würde wagen, es anzurühren? Dein Sohn. Thank you.